Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Das hier ist mit Sicherheit das größte Blechteil, was ich jemals in einem Fahrzeug verschweißt habe. Und wie das hier in den Bus kommt, das seht ihr in diesem Video. In unserem letzten Video habt ihr bereits gesehen, wie ich den Innenschweller und den Außenschweller angeschweißt habe. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal auf unserem Kanal vorbei und schaut euch das Video gerne im Anschluss an dieses Video an. Ihr seht jetzt hier den Ist-Zustand, nachdem ich die Schweller eingeschweißt habe. Ich habe also vorne etwa 15-20 cm vom Bodenblech rausgenommen. Insgesamt war das Bodenblech in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Ich hatte also überall verteilt Rostlöcher, deswegen habe ich mich entschieden, das Bodenblech komplett auszutauschen. Wie ihr hier sehen könnt, besteht der Laderaumboden insgesamt aus zwei Blechen, einem vorderen Teil und einem hinteren Teil. Und entscheidend ist, dass das vordere Blech unter das hintere Blech quasi drunter geschoben ist. Das hintere Blech liegt also auf dem vorderen Blech auf. Das wird also auch die Schwierigkeit werden, denn ich möchte ja nicht das komplette hintere Blech auch noch lösen, um dann unten die Reste von dem vorderen Blech rauszutrennen, um dann wieder das hintere Blech auf das große auf das vordere Blech draufzulegen. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Anpassen von dem Ersatzblech. Wie ihr sehen könnt, ist es gar nicht mal so einfach, dieses Bodenblech da reinzulegen. Das ist nämlich äußerst groß und sperrig. Und diese tolle Übung habe ich gefühlte 100 Mal gemacht. Blech rein, Blech raus, Blech rein, Blech raus. Immer wieder kleine Eckchen anpassen. Schauen, passt jetzt besser. Bisschen klopfen, bisschen drücken, wieder rausnehmen. Wieder was anpassen und so weiter und so weiter. Die Schwierigkeit bei so einem Blech ist ja, dass dieses Blech an allen vier Kanten passen muss. Und wir haben überall Laschen, die passen müssen. Wir haben überall Kanten, die passen müssen. Wir haben Ausschnitte, die passen müssen. Und das ist gar nicht mal so einfach, das anzupassen. Gerade vorne am Schweller hat man ja eine abgewinkelte Kante, die eben quasi über den Schweller drüber greift. Und natürlich müssen auch die Aussparungen für den Schließmechanismus passen. Und da kann man schon mal die Backen aufblasen. Das war gar nicht mal so einfach. Wie gesagt, vorne fehlte ein Stück. Deswegen habe ich das Ganze erstmal ausgemessen, um dann eben an der B-Säule und an der C-Säule ein entsprechendes Stück rauszunehmen. Das Ganze habe ich mir dann angezeichnet, um die ersten zwei kleinen Stücke rauszuschneiden, so dass das Bodenblech in Richtung Schweller rutscht. Flex anschmeißen und auf geht's. An der hinteren Lasche Richtung Motorraum war auch noch eine zusätzliche kleine Kante dran. Es war also quasi ein Stück von dem Blech zum Motorraum. Das wird nicht benötigt, deswegen habe ich das bei der Gelegenheit gleich komplett abgeschnitten. Und dann hieß es rein damit und nochmal schauen, ob das Ganze jetzt etwas gebracht hat. Ja, was soll ich sagen? Warm war's. Warm und anstrengend. Dann wieder Flex anwerfen und wieder ein kleines Eckchen rausschneiden. Und im Anschluss natürlich das Bodenblech wieder reinlegen. Kälter war es immer noch nicht geworden. Das Ganze habe ich unzählige Male gemacht, immer und immer wieder, bis es dann schließlich nach einer letzten kleinen Anpassungsarbeit zumindest vorne gepasst hat. Danach konnte ich dann schon mal eine Markierung machen, damit ich wusste, wie weit ich eben
das alte Bodenblech raustrennen kann. Ich habe natürlich wie immer ein klein wenig überstehen lassen, denn abschneiden kann man bekanntermaßen immer. Dann hieß es wieder Blech rausnehmen. Dann wurde richtig geflext. Generell wurde eigentlich bei dieser Arbeit gefühlt nur geschliffen und geflext. Geflext, geflext, geflext. Das Bodenblech ist auf allen Querträgern ungefähr im 5 cm Abstand jeweils mit zwei Schweißpunkten verschweißt. Und die galt es jetzt alle aufzutrennen. Aber mal ehrlich, mit der Hand alles aufklopfen, da klopfe ich mir ja einen Wolf. Also habe ich 20 Euro investiert für ein Pressluftwerkzeug. Und was soll ich euch sagen? Das waren die besten 20 Euro, die ich seit langer Zeit in Werkzeug investiert habe. Dann noch schnell die Reste raustrennen und schon war der Großteil des Bodenblechs draußen. Naja, schon ist relativ. Es kam natürlich, wie es kommen musste. Natürlich gab es hier auch wieder einige versteckte Rostlöcher hinter dem Bodenblech im Übergang zur Trennwand. Deswegen habe ich mir schnell zwei zusätzliche kleine Bleche angefertigt und die nebenbei mal schnell reingebrutzelt. Dann das Ganze natürlich wie immer schön glatt schleifen. Und wenn das von oben schon alles so schön zugänglich ist, dann kann man auch gleich den ganzen Dosenrost abschleifen. Dann auch die ganzen Schweißpunkte von den Querträgern runterschleifen. Die Naht im Querträger habe ich dann gleich noch mit Drahtbürstenaufsatz sauber gemacht. Alles schön sauber war, dachte ich mir, an diese ganzen Stellen kommst du so schön nie wieder dran. Also habe ich das Ganze auch gleich noch ein bisschen mit Rostschutz gestrichen. Und dann war das Ganze so ein bisschen wie in einem Horrorfilm. Der Pressluftmeißel hatte den Ausleger und den hinteren Querträger einfach zerbröselt. Das konnte ich so nicht lassen. Also raus mit dem alten Plunder. Und wie man hier schön sehen kann, war der Ausleger auch schon mal übergeschweißt. Also da waren schon zwei Stück übereinander. Wagenheberaufnahme auch gleich rausgeflext, da kam dann auch gleich eine neue dazu. Die alten Schweißpunkte noch wegschleifen. Und dann habe ich mir schnell ein Reparaturblech, sprich einen neuen Querträger zurechtgebogen. Und den dann schnell eingeschweißt. Nochmal kurz kontrolliert, ob auch alles strack ist. Jawohl, passt. Und dann verschweißt. Die Schweißpunkte wurden natürlich wieder verschliffen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich ununterbrochen nur die Flex in der Hand hatte. Zeitlich war dann auch der neue Ausleger und die neue Wagenheberaufnahme angekommen, so dass ich das dann auch von unten verschweißen konnte. Zangen dran und schon hält's. Apropos Zangen, der Hoffi macht sich immer lustig über meine Mini-Krippzangen. Guck mal hier, Florian. Die großen hätten hier nicht gepasst.
Und dann kam endlich unser neuer Spotter zum Einsatz. Mit dem lässt es sich wunderbar stoßpunkten und das war also echt eine riesen Erleichterung. Gerade vor dem Hintergrund, dass ich ja eine gigantische Menge an Schweißpunkten bei dem Bodenblech vor mir hatte. Ja, als nächstes dann noch die Wagenheberaufnahme rein. Noch ein bisschen beigeklopft, die war etwas sperrig, aber hat dann doch gepasst. Das Ganze wollte ich dann auch wieder mit dem Stoßpunkter verschweißen, allerdings war ich dann ein bisschen zu optimistisch, das Material war einfach zu dick, das hat nicht vernünftig gehalten, deswegen habe ich das dann im Anschluss abseits der Kamera noch mit Schutzgas verschweißt. Okay, diese nette Überraschung hat mich 2 Abende gekostet, aber schau doch mal her, das hat sich gelohnt, oder? Hätte ich gleich so machen sollen. Dann habe ich als nächstes erstmal ein paar Markierungen gesetzt, so dass ich eben auch erkennen konnte, wo die Querträger sitzen. Schließlich wollte ich ja als nächstes das Blech verschweißen. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man weiß, wo man schweißen muss. Und wenn das Bodenblech drauf sitzt, dann sieht man logischerweise nichts mehr. Also als nächstes wieder Bodenblech rein, habe ich ja so lange nicht gemacht. Und dann, ja, hat das schon ganz ordentlich gepasst. Dann habe ich als nächstes das Blech noch ein klein wenig fixiert. Okay, ich gebe es zu, es hätte keine Klebopins gebraucht, aber sind wir doch mal ehrlich, in so einem Video kommt das schon echt cool. Und es wirkt natürlich auch äußerst professionell. Das eignet sich natürlich perfekt für Nahaufnahmen und Slow-Mos und Musik. Ach, kommt her. Nachdem ich den letzten Streifen von dem alten Blech rausgeschnitten hatte, hieß es natürlich wieder Blech rein. Nochmal kontrollieren, ob der Schnitt jetzt auch tatsächlich passt. Und was soll ich sagen, das sah echt gut aus. Also natürlich Klekopins wieder rein. Dann habe ich die Laschen zum Verschweißen an die Zwischenwand und an den Motorraum noch ein bisschen beigedengelt. Und dann wurden erst nochmal Markierungen gesetzt. Und nachdem das dann endlich gemacht war, ging es in die Mittagspause. Frisch gestärkt habe ich dann erstmal ein paar Probepunkte gesetzt, um zu schauen, ob das auch vernünftig verschweißt. Natürlich hatte ich das vorher auch auf dem Probeblech ausprobiert. Auf dem Probeblech hat das auch wunderbar funktioniert, aber in der Praxis sah das Ganze dann doch wieder ein bisschen anders aus. Da musste ich doch ein paar Punkte setzen und das Ganze mit verschiedenen Stromstärken erstmal ausprobieren, bis es dann tatsächlich funktioniert hat. Aber dann konnte es endlich richtig losgehen und man konnte richtig Gas geben. Ich habe mich dann einfach auf das Blech draufgestellt. Somit hatte ich ordentlich Druck auf dem Blech und auf der Stelle, die ich verschweißen wollte. Und dann konnte ich ordentlich loslegen. Immer 2 Punkte, jeweils im Abstand von ungefähr 5 cm. Und dann ging das wirklich gut vorwärts. Bis sich der Spotter dann überlegt hat, vorzeitig ins Wochenende zu gehen. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als doch wieder Löcher zu bohren und die dann zu verschweißen. Also Schutzgas-Schweißgerät wieder rausgeholt und feuerfrei.
Das Schweißen mit Schutzgas ist ja gar nicht so das Problem. Vielmehr das Runterschleifen von den einzelnen Schweißpunkten. Das war natürlich eine Riesenarbeit, jeden einzelnen Punkt wieder runterzuschleifen. Ja, und das wollte ich mir ja eigentlich sparen. Deswegen hatten wir uns ja den Spotter besorgt. Aber, naja, es kommt manchmal anders, als man das sich so denkt. Also habe ich Loch für Loch ausgeschweißt und dann nach ungefähr einer halben Stunde sah das Ganze dann so hier aus. Natürlich war das mit den Punkten ja auch nicht getan, denn die etwa 1,70 Meter lange Naht musste natürlich auch noch komplett runtergeschliffen werden und diese ganze Geschichte hat mich knapp 2 Stunden gekostet. 2 Stunden lag ich auf den Knien und habe Punkt für Punkt weggeschliffen. Aber auch das ging natürlich irgendwann vorbei. Dann habe ich die ganzen Schweißpunkte alle noch ein bisschen versiegelt mit Inox-Spray und dann hieß es endlich Feierabend.